Das Restwetter in diesem Video, schauen wir mal ein bisschen genauer auf das Wetter in den kommenden Tagen und zum Schluss schauen wir noch auf den 10-Tagestrend für die Tage, die es dann noch geben wird. Denn es wird erstmal sonnig bleiben. Fangen wir aber wie gewohnt an in meinen Videos mit dem gestrigen Tag. Und da sehen wir, dass wir ein Tagesmittel hatten oder Deutschlandmittel von 11,58 Grad. Und generell war es im Westen wärmer als im Osten. Dort hatten wir zum Beispiel in Tönnesforst 14,6 Grad, aber auch in Südwestdeutschland schon hatten wir dort die 15 Grad Marke erreicht, während es, wie schon gesagt, im Osten ja deutlich frischer war. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an für die Sonnenscheindauer in Stunden. Und da sehen wir, ja, überall in Deutschland gab es extrem viel Sonnenschein, teilweise sogar 9 bis 10 Stunden Sonne. Das ist schon eine ordentliche Menge, was da an Sonnenschein auf uns zukommt. Und insgesamt hatten wir ein Mittel bei der Sonnenscheindauer von 9,60 Stunden. Dieses ist auch vom MT-Wetter, wie immer. Machen wir weiter mit der Wetterlage für den heutigen Donnerstag. Und da sehen wir, ja, ein Hoch, das uns dann weiterhin erstmal beschäftigen wird. Da gibt es hier so ein Hochkeil, der von Südwesten nach Deutschland und Europa hineinreicht. Dann haben wir noch zwei Tiefs, eins ja, südöstlich von uns und eins nordwestlich. Oder eher gesagt, ja, west-nordwestlich. Und noch ein Hoch, wie immer, gefühlt auf dem Atlantik. Ja, und es passiert eigentlich nicht viel. Es wird einfach nur am Wochenende teils mal wolkiger werden. Es sind keine Regenfälle in Sicht. Ja, ich hatte ja gestern ein Video gemacht, hat mir ein bisschen mehr genauer drauf geschaut. Schauen wir jetzt auf den Donnerstag. Und da sehen wir, haben wir teilweise entlang des Rheins in Köln und Bonn 17 Grad, die wir da erreichen können. Heißt nicht, dass wir es müssen. Aber es wird ein traumhafter Tag mit extrem viel Sonnenschein. Vor allem in NRW ist dieser Fall. Vielleicht gibt es im Rheinland-Pfalz mal die ein oder andere Quellwolke. Aber mehr würde es da nicht geben. In Rheinland-Pfalz erreichen wir 13 bis 15, örtlich auch 16 Grad, in NRW zwischen 10 und 17 Grad. Also ja, wird schon eine sehr milde Nummer, was da auf uns zukommen wird. Schauen wir uns das Ganze für den Freitag an. Und da sinken die Temperaturen ein bisschen. Da haben wir nur noch entlang des Rheins zum Beispiel in NRW 15 Grad, in Köln und Bonn, aber auch noch in Worms oder Mainz haben wir noch 13 Grad, in Rheinland-Pfalz, in Würzburg und Trier auch 13 Grad, in ja, und dann noch in Pirmasens auch um die 11 Grad, die wir dann da haben. Dann NRW, zum Beispiel Minden mit 14 Grad, Paderborn mit 13 Grad, also es wird ziemlich schön. Dabei gibt es dann am Abend, oder eher gesagt, je näher man Richtung Abend kommt, immer mehr Wolken und es wird umso trüber. Dann schauen wir uns jetzt noch die Folgetage an. Den Samstag und den Sonntag, und da sehen wir ein paar mehr Wolken. Denn es wird generell ein bisschen trüber werden, es wird mehr Wolken am Wochenende geben. Also das Wochenende wird nicht so schön wie jetzt Donnerstag und größtenteils der ganze Freitag. Ja, da kommen dann Wolken vom Westen reingezogen. In Ostdeutschland bleibt es eigentlich freundlicher. Da gibt es auch noch längere Zeit. Das ist den Sonnenschein. Dabei erreichen wir Temperaturen in Rheinland-Pfalz und NRW meist von 12 Grad in Pirmasens bis 13 in Worms und bis zu 14 in Köln und Bonn. Der Sonntag sieht ähnlich aus wie der Samstag. Ja, sehr viele Wolken sind unterwegs. Und dabei sinken die Temperaturen noch ein Stück. Da haben wir Höchstwerte von 12 bis 13 Grad. Die 13 erreichen wir meist entlang des Rheins. Also, was Großes wird da nicht los sein. Und ja, 13 Grad werden wir noch minder erreichen. Und dabei, wie schon gesagt, bleibt es einfach trüb. Ja, und es könnte noch mal ein bisschen windiger sein. Schauen wir auf die Niederschlagsmengen. Und da sehen wir, haben wir sehr wenig Niederschläge bis zum 19.03. Vor allem in Nordostdeutschland. Dort kommt gar nichts von der Welt. Wirklich gar nichts an Niederschlägen. Ja, da haben wir im Westen schon ein bisschen mehr Glück drauf kommen. Eventuell bis zum 19.03. 1 bis 5 Liter pro Quadratmeter vermimmelt. Ist natürlich auch nicht viel an Niederschlag. Generell kommt ja südwestlich von uns und westlich von uns sehr viel Niederschlag vermimmelt. Aber da kommt bei uns nichts an. Da dominieren halt die Hochs bei uns und über dem Atlantik eher die Tiefs. Schauen wir auf den Wettertrend für die 10 Tage mit NRW, fangen wir an. Und da sehen wir, ja, dass wir die teilweise 20-Grad-Marke knacken könnten.
Ja, am kommenden Mittwoch und danach sieht man auch einen deutlichen Abwärtstrend wieder. Und da unten hat man auch die schönen Wettersymbole. Ja, meistens besteht die Woche aus Sonnenschein, gelegentlich ein paar Wolken. Regen ist nicht in Sicht, außer da mal, wo dieser blaue Balken nach oben geht. Das ist ein Niederschlagssignal. Schauen wir uns das Ganze für Koblenz an. Da sehen wir auch, die 20-Grad-Marke könnten wir erreichen. Und danach geht es auch hier bergab. Und hier sieht man auch diese schönen Wettersymbole mit sehr wenig Niederschlägen, außer wieder auch hier dieser Balken, der nach oben geht. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon von mir. Wie gewohnt sehen wir uns dann eventuell heute Nachmittag mit den Ensembles wieder und mit neuen Updates. Und danach dann morgen früh. Macht's gut, bis dann und ciao. Man sieht sich und bis zum nächsten Video, das dann bald kommen wird.